Hallo und herzlich willkommen zu Lecker im Alltag. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen eines Schweizer Pfannengerichtes, nämlich dem Rösti. Und ich habe mir hier schon mal Kartoffeln gerieben. Ich habe jetzt hier rohe Kartoffeln genommen, aus dem Grund, weil hier die komplette Stärke noch drin ist. Und wir sparen uns einfach die Zugabe von Ei und Mehl zur Bindung. Würzen können wir es vorher schon, ein bisschen mit Salz. Mit Pfeffer würde ich es erst ganz zum Schluss würzen, weil Pfeffer, wenn er verbrennt oder wenn er heiß wird, bitter wird und an Aroma verliert. Ganz wichtig beim Rösti ist, eine beschichtete Pfanne zu nehmen, weil das Rösti soll ja schön rund bleiben, soll schön im Ganzen bleiben und da ist es wichtig, dass es nicht anklebt. Trotzdem brauchen wir aber ein wenig Fett fürs Rösti, damit uns die Kartoffel nicht verbrennt, sondern wirklich schön knusprig von außen wird und innen schön saftig bleibt. So, rein mit den Kartoffeln. Gleichmäßig verteilen. Ganz wichtig beim Rösti. Die wichtigste Zutat beim Rösti: Geduld. Herd auf halbe Hitze und dem Rösti genügend Zeit geben, um schön knusprig zu werden. So, es sind circa 10 Minuten vergangen und man sieht schon so leicht bräunlich durchschimmern. Das ist ein gutes Zeichen, dass unten schon knusprig ist und der Rösti von alleine zusammenhält. Und jetzt kommt der spannende Moment, jetzt müssen wir ihn umdrehen. Dafür einen Pfannenwender. Am besten ist es, wenn dieser Pfannenwender auch aus Kunststoff ist und flexibel ist. Da kommt man besser unter das Rösti und kann es einfach besser umdrehen. So. Ah, perfekt, so muss er sein. Und jetzt zum Schluss können wir auch mit Pfeffer würzen. Kurz vorm Rausnehmen, damit das volle Aroma bleibt und der Pfeffer nicht verbrennt. So, nehmen wir es raus. Da geben wir uns jetzt einfach einen kleinen erfrischenden Salat drauf, weil es sehr gut passt. Ein bisschen mit Salz, Pfeffer würzen, mit Zitronensaft und Olivenöl. Und das ist dann ein guter Kontrast zu der erdigen Kartoffel. So, unser Rösti ist jetzt fertig. Ich hoffe, Ihnen läuft schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal bei Lecker im Alltag.